Was geht ab, meine Z-Fighter, Osir hier und willkommen zum Team-Rating-Video Nummer 19. Vielen Dank für die Einsendungen, Sprichwort Einsendungen. Ich bekomme wirklich sehr viele, dafür bin ich dankbar, aber im Umkehrschluss müsst ihr natürlich da ein bisschen Verständnis haben, dass nicht jeder drankommen kann. Es ist leider so, aber sendet einfach eure Anfragen. Ich versuche, wie gesagt, immer und immer wieder zu schauen, dass neue drankommen. Diejenigen, die schon dran waren, erstmal vorerst nicht drankommen, sondern wirklich das neue drankommen, dass wirklich das fair bleibt. Aber ich habe mir was überlegt, nämlich nächste Woche haben wir das Team-Rating-Video Nummer 20. Nummer 20 schon. Und, ja, was denkt ihr da, was passiert da am Nummer 20? Richtig. 20 Teams. 20 Teams werden es nächste Woche geben, voraussichtlich, beziehungsweise höchstwahrscheinlich in einem Stream. Aber nächste Woche halt einfach die Augen offen. Auf dem Streamplan ist immer in der Beschreibung und auf Discord oder auf Twitch. Alle Links in der Beschreibung. Wann genau ich das ansetzen werde, auf Samstag oder Sonntag. Nächste Woche ist jedoch Team Rating Nummer 20. Ganz easy, wie jeden Freitag senden wir Einsendungen. Ich sammle die dann auf und am Wochenende bekommt ihr dann quasi so ein Special-Format, weil es das 20. ist. Vielen lieben Dank. 20 Teams auf einmal. Naja, anyways, dann fangen wir mit den heutigen Teams an. Das erste Team ist von LR Dokan. Lieben Dank für die Einsendung. Er schreibt uns Hashtag Team Osir. Ich wollte mal wissen, ob ich an meinem Willensteam etwas verbessern kann. Wir schauen mal nach, LR Dokan. Sein Willensteam sieht folgendermaßen aus. Mit dem Strength Rosé natürlich. Jeder Typ muss einmal vertreten. Das ist der, heißt das Team an der Stelle, passt schon mal ist richtig. Ein Punkt pro Charakter, 6 Punkte. Alle sind Max Level, alle sind Max Awake, richtig. Haben wir schon mal 8 von 10 Punkten. Dann schauen wir uns mal seine Charakterliste an. Und dann gehen wir erstmal pro Typus her. Er gilt ja der Angel, nicht Angel, hat er Golden Freezer, ich verwechsel den immer. Golden Freezer hat er als Agility Unit drin. Er könnte noch LR Androids holen, aber wir wissen ja, in dem Willensteam oder Heroes immer freie Wahl. Deswegen mit dem Golden Freezer hast du auch euch auf jeden Fall jetzt mit deinem Charakter alles richtig gemacht. Ihn würde ich auch nehmen von den Agility Units. Von den Tech Units hast du Fusion Zamasu drin. Und Fusion Zamasu würde ich auch lassen. Wir hätten zwar Super Saiyan 3 Broly, der würde eigentlich auch in das Team gar nicht mal so schlecht passen. Jedoch mit Fusion Zamasu, Rosé und Goku Black, die drei Teile sind wirklich sehr, sehr gute Link-Skills. Hätte ich mich auch für Fusion Zamasu in der Konstellation entschieden. So, also das passt auch mit dem Tech-Unit. Mit deinem Int-Unit sehe ich aber Kid Buu. Du hast Buu an drin, Kid Buu ist noch nicht Awake, richtig. Du gehst bitte her und awakest dir dann Kid Buu und tust dann Kid Buu statt Buhan rein, weil Kid Buu ist einfach besser als Buhan, um es auf den Punkt zu bringen. Und in dem Team müssen wir uns nicht allzu viel Sorgen um Ki machen, zumal du Goku Black und Rosé hast. Also Kid Buu wird auf jeden Fall seine Ki bekommen, deswegen tust du bitte Kid Buu rein statt Buhan. Und ja, du könntest auch eigentlich beide reintun, Kid Buu und Buhan in eine Rotation lassen. Ki würden sie auch gut bekommen, wegen, wie gesagt, wenn du da einen Rosé rausrotierst oder einen Goku Black, der dann in ihre Rotation reinkommt und sie mit Ki versorgt. Jedoch hast du dich hier entschieden für die Goku Black, beziehungsweise als Physik-Charakter Goku Black und cooler, geht natürlich auch, ist richtig. Also wir haben zwei Typen, beziehungsweise ein Typus, kann man immer zweimal im Team haben. Und das ist in dem Fall der Physisch-Type, also das passt an der Stelle auch, also Physisch-Type würde ich auch so machen. Und Strength ist ganz klar unser Leader. Wie gesagt, du könntest noch Kid Buu oder Buran Duo spielen, wie du magst, aber ich finde, das so wie du es hast, ist auch richtig und nicht falsch, weil wie gesagt, wir haben freie Wahl. Daher hast du an der Stelle auch alles richtig gemacht, beziehungsweise tust du aber auf jeden Fall Kid Buu rein, statt Buhan. Und dann kannst du selber mal probieren, ob du Kid Buu Buran Combo spielen willst oder zwei physische Units lassen willst mit Cooler und Goku Black. Alles klar, das sah doch schon mal ganz gut aus und wir kommen zum nächsten Dude. Der nächste Dude ist Malek. Vielen Dank für die Einsendung. Ist es ein Waffel als Bild? Nice, ich hab jetzt Bock auf Waffeln, naja. Hashtag Team Osir, du hast den LR Vegito, werde ich wahrscheinlich bald fertig haben, alles klar, danke für die Information. Wir haben ja ein Super Strength Team, jeder Charakter ist dementsprechend ein Super Strength Unit, ist er. 6 von 10 Punkte an der Stelle, alle sind Max Level, sind sie, noch ein weiterer Punkt, jedoch sind sie nicht alle Max Awake, denn du hast selber gesagt, dein LR Vegito Blue wirst noch awaken, würde ich dir raten, wenn du es schaffst, mach das. Also gibt es hier schon mal vorerst 7 von 10 Punkten. Wenn wir uns jetzt deine Charakterliste ansehen, dann würde ich erstmal so vorgehen, wenn mir zum Beispiel jetzt jemand eine Anfrage gesendet wird, hey, oder durch, dass meine Super Saiyan Charaktere, wie würdest du ein Super Strength Team bauen, wenn ich daher gehe, sage, natürlich Leader Super Saiyan 4 Goku, Super Gogeta rein, Super Saiyan Trunks der neue, Future Trunks, Kaba rein, Super Saiyan 2 Vegeta und Bulma und LR Vegeta Awaken und ihn rein. Also im Prinzip hast du aus deinen Charakteren das Richtige gemacht. Gibt schon mal einen extra Punkt drauf, also sind wir bei 8 von 10 Punkten. Du könntest natürlich auch hier hingehen und sagen,
Ich will noch einen zweiten Supporter. Kannst den Super Saiyan 3 Goku GT Awaken ihn dann reinbringen, wenn er, sobald er reinkommt mit dem Super Saiyan 4 Goku, gibt er wirklich sehr guten Boost. Aber du hast ja Kaba. Und Kaba ist wirklich der Strength Supporter, der Super Strength Supporter. Ja, Kick plus 3, Attack und der 40%. Also da hast du alles richtig gemacht. Ist kein Muss, nur für dich, falls du es falls du dir merken willst, dass du noch einen Supporter drin haben willst, kannst du das machen. Aber wenn du dieses Team schon so ansiehst, dann passt das allemal, ey. Kannst mal zum Beispiel, wenn LR Vegito Blue awakes, LR Vegito Blue in einer Rotation lassen mit Super Gogeta, Kaba würde ich immer rausrotieren, Support-Charakter. In der anderen kannst du lassen, entweder den Rage Trunks mit vierfachen Goku oder Vegeta mit Rage Trunks oder vierfachen Goku in jeder Rotation mit dem Friend drin lassen. Du merkst schon, in diesem Team hast du wirklich gut freie Wahl und Kaba als Supporter, als einziger Supporter reicht auf jeden Fall. Leute, es ist nicht immer Muss, ein Zieler zu haben, ein Stunner zu haben, zwei, drei Supporter zu haben. Es kommt aufs Team an, auf die einzelnen Charaktere und ihr seht hier schon, in diesem Team passt das. Die Jungs kommen da auf ihre Key, viele haben Prepared for Battle, Shattering the Limit ist vertreten und mit Kaba als Supporter haben wir da eh genügend Key, die wir brauchen. Deswegen passt das Team auf jeden Fall an der Stelle. Sehr gut, sehr, sehr gut. Das läuft doch bis jetzt schon mal sehr gut. Freut mich wirklich, dass es immer besser und besser wird. Der nächste Dude ist Max X Legend. Er schreibt uns: Hashtag Team Osoro, hier mal mein Dream of Gods Team. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dem Blue Goku und wollte fragen, was es für Alternativen noch geben würde. Mir schwebt der Kami zum Beispiel vor, sobald er sein Awakening hat. Alles klar, dann schauen wir mal rein. Wir haben ein Dream of Gods Team und dementsprechend ist jeder Charakter in der Kategorie richtig. Alle sind Max Level richtig, alle sind Max Awake. Bis jetzt, Leute. 13.05. wird das Ganze hier aufgenommen und kommt dann auch online. Bis jetzt sind alle Charaktere in diesem Team awaked, also höher geht nicht, weil Ui Goku hat bis jetzt sein Awakening noch nicht. Da warten wir natürlich alle gespannt drauf auf Dienstag, aber bis jetzt hat er es noch nicht, deswegen stimmt das. Team an der Stelle, beziehungsweise die Punktevergabe, 6 Punkte schon mal außen vorweg. Alle sind wie gesagt Max Level. Yes, Max Awake, dementsprechend 2 extra Punkte, 8 von 10 Punkte. So, der Dude ist nicht zufrieden mit Goku Blue. Dann schauen wir mal seine Charakterliste an. Und zwar ein Sprichwort zu Kami. Kami, hast du zwar recht, ihn könnte man vielleicht reintun für Goku Blue. Er hat noch nicht sein Awakening. Nach einem Awakening ist er eigentlich ein solider Supporter für das Dream of Gods Team. Jedoch gibt es in weiter Zukunft noch eine bessere Wahl. Das wäre dann der Topo. Und das Awakening vom Kami kann noch dauern. Zum nächsten oder erst zum übernächsten Turnier. Deswegen würde ich auf den erstmal verzichten. Aber statt den Goku Blue würde ich Kaioken Blue Goku dir empfehlen zu awaken und reinzutun, denn wenn wir uns den Graph mal direkt anschauen, Kaioken Blue Goku gibt dem ganzen Team overall sehr, sehr guten Link-Skills und dementsprechend beispielsweise kannst du ihn halt mit Vegeta Blue in einer Rotation dem Int, sie geben sich 4 Link-Skills an der Stelle, oder du hättest noch LGT Vegeta Blue und Goku, Blue, LGT Goku Blue von Resurrection F Saga, diese beiden Dudes teilen sich 6 ganze Link-Skills. Das ist ein wirklich sehr, sehr gutes Duo. Das hat man damals im Super Guild Team gespielt, beziehungsweise kann man das immer noch spielen. Aber du hast ja an der Stelle, ich wollte das nur aufzeigen, du hast ja an der Stelle Int Vegeta Blue und Kalken Blue, Goku Blue im Prinzip die bessere Version, wenn ich das so vorsichtig sagen darf, von der beiden Units. Die in einer Rotation geben sich auch 4 Links, die sind genügend. Darunter haben Super Saiyan, Warrior Gods, Fierce Battle und Prepared for Battle. Das passt auf jeden Fall. Und Goku Blue an der Stelle, egal, du kannst ihn auch rausrotieren, egal in welche Rotation er kommt, er sorgt für gut Ki durch seine Link-Skills und dementsprechend würde ich da auf jeden Fall dir empfehlen, Goku Blue, den Agility rauszutun für Kaioken Goku Blue. Und du siehst schon, ich habe den Kami da unten gesetzt mit seinem Awakening. Mit seinem Awakening gibt der Ki plus 3 Attack und der für jeden Alliierten. Aber du siehst schon, er gibt nur Vegeta, nur den Vegeta ein Link-Skill. Und das würde sich nicht lohnen, da auf Kami zu warten. Geh lieber her, awake dein Kaioken Goku Blue und tu ihn rein für den Agility Goku Blue. Nun denn. Der nächste Dude ist Sofian, lieben Dank fürs Einsenden. Er schreibt uns: Hashtag Team Osoro, ich habe ein super Type-Team und bin auch damit zufrieden. Wenn du aber was Besseres findest, dann verbessere mein Team. Viel Spaß und danke. Dankeschön, dann schauen wir uns dein Team mal an. Wir haben ein Heroes-Team, dementsprechend muss jeder Typus einmal awake sein. Dementsprechend muss jeder Typus einmal vorhanden sein und die Charaktere müssen sie awake sein. Das wollte ich sagen, habe alles in angeschmissen. Naja. Ist es? Ja, das ist es. Und zwar haben wir jeden Typus einmal gedeckt. Das passt so alles im Max Level, also in Zero Back richtig an der Stelle. Heißt, wir haben ja schon mal 8 von 10 Punkten. Und zwar gehen wir mal hier rüber und gucken dann seine Charakterliste an. Für ein Int-Unit fangen wir mal. Mit dem Int-Unit würde ich Super Gogeta drin lassen. Yep, Super Gogeta würde ich drin lassen. Physisch, der Trunks würde ich auch drin lassen auf jeden Fall. Tech-Unit hat es entschieden, klar unser Leader. Und noch vielfach Gogeta hast du richtig gemacht, würde ich auch drin lassen. Welche Unit fehlt uns noch? Agility hast du hier. Mit Kalken Blue Goku auf jeden Fall auch das Richtige gemacht. Er sorgt für gut Link-Skills, wie wir gerade gesehen haben. Auf jeden Fall durch seine Link-Skills.
durch sein Link-Skill-Setup. Und Strength-Units hättest du auf jeden Fall Super Saiyan 4 Goku, Ultimate Gohan oder Super Saiyan 2 Vegeta und Bulma. Natürlich jetzt auch dreifacher Vegeta und so weiter und so fort, aber man braucht wie gesagt nicht immer ein Tanky im Team, vor allem nicht ein Villains und Heroes Team, weil die geben sich so gute Link-Skills und die Leader-Skills sind gut, das reicht auch, beziehungsweise die Charaktere sind dementsprechend auch Tanky, zum Beispiel ein Super Saiyan 4 Goku, wenn er ultet, wird er immer Tanky und Tanky. Deswegen, der dreifache Vegeta muss nicht sein. Ultimate Gohan würde ich auch außen vor weglassen, der linkt sich nicht so gut in dem Team. FIFA Goku, hast du da auf jeden Fall die richtige Wahl gemacht. Du kannst natürlich im Hinterkopf auch behalten, falls du mal einen Konter brauchst, kannst du den Super Saiyan 2 Vegeta und Bulma reintun für den Goku. Aber wie gesagt, freie Wahl. Du hast an der Stelle alles richtig gemacht. Heißt, das Team würde ich genauso machen. Gibt es auch einen extra Punkt. Und damit wärst du bei 9 von 10 Punkten. Und vielen lieben Dank für die Einsendung. Alles klar, und willkommen zum letzten Team. Und dieser Dude ist schon heiß, denn er heißt, beziehungsweise vielen Dank für die Einsendung von Ultra Instinct Flippo. Er ist auf jeden Fall heiß. Er schreibt uns: Hashtag Timoso, du hast irgendeine Optimierung für mein Extreme In-Team für Super Battle Road? Danke schon mal im Voraus und mach weiter so mit deinen Videos. Super Battle Road Team nehme ich gerne an, beziehungsweise schauen wir uns auch am besten mal an. Aber ihr wisst, es gibt da viele Konstellationen. Kommt auf die Charaktere an. Hier haben wir ein Beispiel und schauen wir uns auf jeden Fall mal an, wie wir das mit dem Duty machen. So, wir haben ja ein Extreme In-Team. Dementsprechend sind die Charaktere richtig gesetzt. Yep, 6 von 10 Punkte. Alle sind Max Level, Max Awake, richtig Zeit. Punkte extra, also sind wir bei 8 von 10 Punkten und wir werden im Hinterkopf, es soll ein Super Battle Road Team sein. Das Team für Super Battle Road hier, sein Extreme In Team, bevor wir seine Charaktere jetzt mal anschauen, ist gut. Du hast wirklich ein solides Super Battle Road Team, du hast hier Kid Buu Buu ein Combo, aber wir wissen, den 2 fehlt auf jeden Fall Ki. Wenn sie aber auf eine Ulti kommen, machen sie sehr viel Schaden. Und mit Bojack und Age Gold Freeze hast du zwei Dudes, die richtig tanky sind und die viel wegstecken können. Daher sind Janemba und C16 zu viel. Weil du brauchst auf jeden Fall mindestens einen Supporter, der hier für Key sorgt. Ansonsten bekommst du kaum Key in diesem Team. Schauen wir uns mal deine Charakterliste an. Wen könnten wir hier reintun? Ich würde auf jeden Fall mal hier im Auge behalten Metal Cooler. Und schau mal aus vorweg, vielleicht C18. Aber wenn wir uns den Graphen mal direkt anschauen, um ich das Ganze näher euch beibringen kann, wie ich mich da entschieden habe. Gehst du erstmal her bitte und tust C16, der Teil... Keinerlei Link-Skills, auch wenn du Damage Reduction hast. Wie gesagt, mit Bojack und Aging und Freeze hast du wirklich Charaktere, die tanky sind. Tust du C16 raus und tust Metal Cooler für ihn rein. Metal Cooler ist ein guter Supporter, gibt Key, Angriff-Boost für die ganzen Units hier in diesem Team. Gibt für Bojack noch Thirds for Conquest auf jeden Fall zum Beispiel oder Shattering Limit etc. Ein Supporter brauchst du auf jeden Fall. Also Metal Cooler tust du auf jeden Fall mal rein für C16 und probierst das so. Nimmst, wenn du einen guten Kid Buu findest, als Friend ein Kid Buu, aber ein L.A. Bojack würde auch gehen für das Super Battle Road. Dann hast du zwei tankige Units auf jeden Fall, beziehungsweise zwei L.A. Bojack, die sowohl tanky sind als auch Schaden machen. Warum habe ich C18 nach unten rechts geklatscht? Weil C18 könntest du vielleicht auch reintun. Sache ist mit C18, sie tut nur Orb-Changen und sonst macht sie gar nichts. Sie gibt keinen Key-Boost durch die Passives, sie gibt keinen Angriff-Boost, Verteidigungs-Boost. Mit ihr wäre es schwer, wenn sie getroffen wird, dann ist das RIP. Deswegen kann man sich merken, beziehungsweise von einer Charakterliste kann man sich auf jeden Fall merken. Aber ja, da würde ich mich eher für Metal Cool entscheiden. Die andere Option wäre, gerade ist ein Story-Event online, GT Baby Saga Final, da ist Super Saiyan 4 Goku auf dem Bild und im Hintergrund ist da Baby Vegeta Golden Osaru. Da kannst du dir ein Baby Trunks erfarmen. Dieser Baby Trunks würde ich empfehlen, ihn zu erfarmen. Er gibt Intel Key plus 3 und auf die Verteidigung 30%. Ihn könntest du noch reintun für Janemba, weil... Wie gesagt, mit Age Gold Freezer und Bojack bist du eigentlich gut. Also da sind deine Units gut tanky, du hast gute tanky Units. Aber du brauchst auf jeden Fall Key für Kid Buu, Buuhan, für Age Gold Freezer. Und Bojack teilen sich zwar Revival, gibt Key plus 2. Trotzdem wäre der Key Boost auf jeden Fall nicht schlecht. Also halten wir fest, Metal Cooler tust du auf jeden Fall rein. Und kannst auf jeden Fall mal versuchen, Baby Trunks zu holen. Ihn dafür Janemba rauszutun, also zwei Supporter. Ihr müsst eben ein bisschen rumprobieren. Ich zum Beispiel in mein Extreme In-Team nehme da noch Tals mit rein. Mit Tals probiere ich das gerne. Der hat auch eine High Chance zu stun. Aber es sind noch viele Konstellationen. Solche, zum Beispiel Piccolo gibt es in Piccolo aus dem World Tournament Banner. Der tut jeden des Gegners Angriff um 25% senken. Kann man auch, ist auch nützlich, kann man auch auf jeden Fall auch mitnehmen. Da gibt es wirklich ein paar Charaktere. Es gibt viele Konstellationen. Da passt auf jeden Fall hoffentlich eine. Am besten wäre natürlich, hast du leider nicht, der Vegeta, der Extreme In-Supporter Vegeta, er macht wirklich sehr viel aus Ki plus 3 Attack und F plus 40% und an der Chance zu stunnen. Aber an der Stelle, probier das mal so aus, wie ich es dir gesagt habe. Aber genau, an der Stelle auch vielen Dank für die Einsendung. Und das wär's im Prinzip schon mit dem heutigen Team-Rating-Video. Ich hoffe, alles hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Seid gespannt aufs nächste Woche, auf das nächste Team-Rating-Video. Da kommen dann 20 Teams auf einmal und dann hoffentlich kann ich wirklich viele mit reinnehmen.
die da hoffen, mit reinzukommen ins Team-Rating-Video. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.